So, mal kurz speichern. Tag 40. Schade. Da schwimmt irgendwas. Oh, ich glaube, das ist einer von den... Ist das die Tänzerin? Damit habe ich jetzt aber nichts zu tun, Freunde. Wo müssen wir denn jetzt hin? Lass mal kurz auf die Karte gucken. Da ist der Norden, also in diese Richtung. Es tut mir sehr leid, aber wir müssen das machen. Der Vorteil ist nämlich, dass ich jetzt nochmal eine Tierrüstung bauen kann. Speichere ich nochmal ganz kurz und dann geht es jetzt weiter. Geht ja zum Glück relativ zügig hier mit dem Speichern. Die Tierhautrüstung würde ich aber erst dann anziehen, wenn wir halt oben im Norden sind. Nicht, dass wir die jetzt anziehen, dann nachher in irgendeine Konfrontation geraten und unsere ganze Rüstung wieder verlieren. Oh, guck mal, zwei Tücher, Seil... Entschuldigung. Oh. Noch irgendwas? Nö. Boah, nee, das ist einfach eine Blutlache, okay. Gut. Gut, gut. Dahin. Ich bin sehr gespannt, wie die Höhlen im Schneegebiet sein werden. Ich habe ja... Habe ich das beim letzten Mal schon gesagt? Ich glaube ja. Ich sage es aber gerne nochmal. Ich gehe davon aus, dass wir nicht mehr allzu lange Sons of the Forest spielen werden, weil es sind nicht mehr so viele Höhlen da. Und irgendwann müssen wir ja mal so einen Punkt erreichen, wo man sagen kann, yo, das ist so das Ende des Spiels. Was ich weiß, ist, dass es einen Endboss gibt im Spiel. Also genauso wie im ersten Teil. Das ist jetzt nicht irgendein großen Spoiler für mich, weil ich bin da eh von ausgegangen. Aber das habe ich mir mal bestätigen lassen. Unfreiwillig. Und man soll wohl diesen Boss auch skippen können. Irgendwie. Ich habe mich damit jetzt aber nicht im Detail befasst, weil, ganz im Ernst, das spielt für uns eh keine Rolle. Wir werden diesen Boss besiegen. Also, ich glaube, das ist euch allen klar, dass wir hier nicht irgendwelche Bossgegner skippen. So von wegen, oh, die sind aber zu schwer. Also gut, da hinten sehe ich schon eine Höhle im Schneegebiet. Ich weiß gar nicht, wo wir am besten anfangen können auch. Da waren wir schon, da sind auch Höhlen, wo wir schon gewesen sind. Erkennt man immer ganz gut daran, weil da Zelte stehen. Das ist ja das offizielle Erkennungsmerkmal für Höhlen, von wegen, hier warst du schon drin, wenn davor ein Zelt gebaut ist. Im Schneegebiet sind auch, lasst euch davon nicht irritieren, Unterkünfte, das ist aber unterirdisch. Was ist das? Ach, Heckenkirschen. Nehmen wir mal mit. Werden wir nicht mehr tragen. Also eine Höhle sehe ich, wie gesagt, dort. Da hinten ist auch eine. Ich würde auch vielleicht ganz gern bei der da hinten erstmal anfangen. Die ist so weit weg, so weit ab vom Schuss und über erstmal die, bevor wir uns den näheren Höhlen widmen. Ich guck mal, wie es mit der Kälte jetzt aussieht. Wenn es jetzt kalt wird, dann würde ich umrüsten auf die Hautrüstung. Oh geil.
Ich muss auch weniger mal auf dieses Handy da gucken und einfach mal mehr die Landschaft mir anschauen. Das sieht halt auch schon sehr, sehr geil aus hier, ne? Damals im ersten Teil von Forest gab es ja nicht allzu viel im Schneegebiet. Ich glaube zwar, im Schneegebiet, meine ich, war doch der Zugang zum Sinkhole gewesen. Glaube ich. Bin gar nicht mehr ganz sicher. Aber so loot-technisch, irgendwelche coolen Items oder so gab es da, glaube ich, nicht. Da gab es irgendwie so ein, zwei Skelette, die man finden konnte, aber das war es dann auch. Das fand ich ein bisschen schade. Zumal man ja sowieso diese Barriere hatte, dass man eben in Schneegebiet nicht so leicht hin konnte. Also hier geht es jetzt beachtlicherweise sehr, sehr gut. Also wir kriegen gar keinerlei Kältedamage oder sonst irgendwas oder werden auch überhaupt eingeschränkt durch Kälte. Was ist das? Kann ich mitnehmen. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und im ersten Teil war es halt so, sobald du 2 Meter im Schneegebiet warst, bist du halb erfroren. Da musstest du Winterkleidung haben, beziehungsweise die Tierhautrüstung. Das war halt damals die einzige Möglichkeit. Ii. Schön durchlaufen. Das war halt damals die einzige Möglichkeit, um überhaupt im Schneegebiet existieren zu können. Das geht hier sehr steil hoch. Bin ich überhaupt weiter? Kann zwischendurch halt nicht speichern. Ich weiß nicht, ob das der unbedingt vorgesehene Weg ist, Freunde. Alter, die Insel. Das war nicht so klug. Okay, ich dachte, wir könnten da irgendwie runterstraven, aber nein. Es geht nicht. Aber hey, wir sind auf der anderen Seite. Das ist alles, was ich wollte. Da waren wir schon. Und sonst sehe ich da hinten auch jetzt keine weitere Höhle. Deswegen glaube ich jetzt einfach mal, da hinten wird es wahrscheinlich auch nichts weiter geben. Wäre natürlich auch interessant zu wissen, was da hinten noch alles ist. Vielleicht ist das ja auch wieder so ein unfertiges Land. Im ersten Teil gab es da ja auch so ein Part, wo irgendwie so gar keine Vegetation war. Da lief, glaube ich, kein Tier und nichts. Da war keine Pflanze. Das war quasi mehr oder weniger totes Gebiet. So. Das Ding brauchen wir nicht mehr. Da unten. Ah, guck mal. Hier ist ein. Was ist das? Das ist ein Zeltlager. Ich kann sagen, hier ist ein Hubschrauber abgestürzt. Ja, gut. Hauptsache Solarpanels, ne? Okay, hier ist wieder so Vermessungsgeräte. Können wir hier vielleicht wieder irgendwo graben? Können wir hier irgendwo graben, Kollege? Ein paar Leuchtfackeln. Gut, die Zelte kann man auch nicht mehr nutzen zum Schlafen. Okay. Na, ich glaube, hier haben wir sonst. Was ist das? Ein Gleiter! Oh, wie cool! Brauchen wir halt überhaupt nicht. Aber es gibt einen Gleiter! Den musste man damals im ersten Teil aufwendig selber herstellen. Den gibt es jetzt hier einfach mal so zu finden. Nice. Okay. Wie gesagt, wir brauchen ihn jetzt nicht, weil wir wollen in die Höhle rein, aber hier ist der Eingang. Okay, das heißt, ihr wisst es, wir bauen uns hier erstmal so ein kleines Zeltchen hin. Wups. Und schwupps. Einmal speichern. Und
Dann let's go. Ab in die Höhle. Au. Wir sind noch nicht in der Höhle offiziell, ne? Und es gibt hier auch sonst nichts weiter. What? Das war die Höhle? Das war alles? Ich meine, gut, wir kriegen hier ein bisschen Loot, ja. Hä? Aber warum wird sowas als Höhle dargestellt? Warte mal. Das ist aber jetzt die richtige Höhle, ne? Ich vertue mich jetzt nicht. Und das ist die Höhle. Ich bin enttäuscht. Okay, ich glaube, es wird bald dunkel. Wir bleiben mal hier. Ich möchte ungern jetzt im Dunkeln durch Schneegebiet laufen. Wir können am nächsten Tag auf jeden Fall mal mit dem Gleiter hier ein bisschen rumfliegen. Wir versuchen es zumindest. Das ist ja jetzt irgendwie ernüchternd. Ich kann dann mal eben hier ein Feuerchen machen. Dann können wir uns nämlich mal unser leckeres Fleisch, was wir dabei haben, machen. Unerwartet. Sehr, sehr unerwartet. Aber auf der anderen Seite können wir die Höhle halt sehr schnell abhaken. Als hier ist nichts. Hier finden wir halt den Gleiter. Aber ich glaube nicht, dass der wirklich sonderlich notwendig ist. Ja. Wir haben gerade nicht so viel Hunger, deswegen würde ich die erstmal alle mitnehmen. Ja, soll ich jetzt noch weiterziehen oder soll ich jetzt erst schlafen? Auf der anderen Seite, also jetzt... Ich meine, warten und dann schlafen. Auf der anderen Seite, wir können es halt immer die ganze Zeit ein Zelt bauen. Ich glaube, ich ziehe einfach weiter. Machen wir das mal. Hä? Okay, wir verlieren den, wenn wir... Wenn wir einmal abgehoben sind. Das ist irgendwie auch merkwürdig. Mein Rücken juckt. Ja, Entschuldigung. Wie wir waschen. So, und irgendwie müssen wir dann jetzt in diese Richtung. Okay, das ist cool. Das ist mega nice. Ich will ihn trotzdem mitnehmen. Schade, dass wir den nicht im Inventar, ins Inventar packen können. Ich weiß, es ist unlogisch. Aber, dass man den halt situativ nutzen kann, nicht die ganze Zeit immer so rumschleppen muss. Aber das Fliegen ist mega nice. Vor allem ist es auch mega einfach. Also mit WASD einfach die im Flug steuern. Also da kenne ich Spiele, da ist das wesentlich komplizierter. Mit Leertaste und Maussteuerung und all so ein Gedöns. Das hier ist ja wirklich sehr, sehr gnädig, sage ich mal. So, wir gehen mal nach oben. Oh, da ganz hinten sehe ich auch noch eine Höhle, bei diesem See. Könnten wir bei Gelegenheit auch mal hingehen. Ich gehe aber jetzt erstmal zu der hier vorne.
beziehungsweise ich klettere mal hier den Berg hinauf. Da können wir vielleicht mit unserem Gleiter darunter straven. Ich weiß jetzt nicht, auf welcher Höhle diese andere Höhle liegt. Hä? Was ist denn jetzt? Okay. Das war, glaube ich, irgendein... Oh, mir ist kalt. Jetzt ist es soweit. Uns wird kalt, Freunde. War. Also, wie ist das hier ein bisschen... Ja, mittlerweile geht es hier auf eine Temperatur. Ist nicht so schlimm mit der Kälte. Ist noch okay. Boah, ich habe Angst, dass wir hier gleich in den Berg fallen. Ich bin ganz ehrlich. Nein, bleib hier. Na komm, wir fliegen einfach mal. Wir müssen nur ein bisschen in die Richtung. Irgendwo soll die Höhle sein. Da oben? Ist das der Eingang zur Höhle? Unter uns? Ne, hier unter uns. Hier an dem Wasser soll die Höhle sein. Alles klar. Wow. Hui! Haha. Okay. Wir landen mal. Okay, dich brauchen wir gerade nicht mehr. Du kannst einfach mal hier liegen bleiben. Und dann gehen wir mal hier runter zum Wasser. Da liegt auch jemand drin. Ja gut. Oder drauf, besser gesagt. Oh ne, es ist niemand. Das ist einfach nur ein Geräte. Der Gerät. Ein paar Seile, ein paar Tücher. So, hier könnten wir theoretisch auch speichern, das ist gut, aber ich muss trotzdem einen eigenen Unterschlupf bauen, damit wir es markieren können. Buß. Was ist das hier? Nichts. Ach, guck mal, hier liegt noch Geld. Wo liegt ja nicht mal Geld rum? Medizin oder eine Plane, das ist gut. Können wir gut gebrauchen. Ja, dann würde ich sagen, holen wir das Moped doch mal raus. Bauen hier einfach mal. So. Wie viele Stöcke habe ich noch dabei? 6, das ist nicht so viel. Dann sollten wir vielleicht nochmal eben ein paar Stöcker sammeln hier draußen. Bevor wir da jetzt gleich reingehen. Hier ist schon wieder Alkohol, Dose, hier ist noch ein bisschen Geld. Oh. Ist okay. So, diese kleinen Sticky-Bäume. Sticks. Ja, die sind, glaube ich, zu dick. Da ist so ein Sticky-Baum. Teilweise liegen sie hier auch noch so. Problem ist, die sieht man halt überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wie er die da unter dem Schnee erkennen kann. Ist das ein Sticky-Baum? Ne, das sind Loks. Never mind. Na gut, dann spielen wir ein bisschen Staubsauger, geht auch. Hier, zack, zack, zack.
irgendwo hier, da ist einer. Okay, wir können nicht mehr tragen. Ich möchte nicht riskieren, dass uns am Ende in der Höhle nämlich die Sticks ausgehen. Die sind schon relativ wichtig, um Feuer zu machen, um auch die Unterschlüpfe zu bauen. So, dann würde ich einfach mal... Können wir schlafen? Ne, wir können auch gar nicht schlafen. Ist noch viel zu früh. Gut. Gehen wir rein. Oder ist das wieder so eine... das ist doch nicht wahr. Das ist schon wieder so eine Fake-Höhle. Wir können hier auch nichts machen, ne? Dass wir hier vielleicht irgendwas freisprengen müssen oder sowas? Nee, ne? Hm. Gut. Gönnen wir zwischendurch mal einen Schnitzel. Trinken hier. Also da oben haben wir noch eine Höhle. Das wäre so unser nächstes Ziel mal, da hinzukommen. Ich habe aber keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Warte mal, da ist der Fluss. Wir könnten vielleicht Glück haben und über den... Achso, weißt du was, ich nehme ich mal mit. Sicherheitsgründen. Wir können vielleicht versuchen, über den Fluss zu kommen. Oder haben wir hier Glück? Ja, sieht nicht so aus, ne? Hallo? Nein! Bleib hier. Da kommen wir, glaube ich, nicht rüber. Oder? Wir können es probieren, ne? Ich meine, irgendwie muss man da ja hinkommen. Was haben wir schon zu verlieren? Ich bin mal gespannt, ob es wieder kalt wird. Wir haben ja noch die Türhautrüstung dabei. Zur Not. Free climbing. Free climbing alive. Der Typ kann wahrscheinlich auch 180 Grad Wände hochklettern. Okay, hier wird es kalt. Das heißt, ich würde mal eben... unsere Tierhautrüstung anziehen. Ach komm, ist egal. Passen einfach ein bisschen auf, dass wir jetzt nicht auf die Nase fallen, dann geht das schon. Aber erstaunlich, dass wir hier überhaupt durchkommen. Dir ist kalt. Selbst mit Tierhautrüstung ist uns kalt. Warte mal, kann ich sonst vielleicht noch irgendwas anziehen, was mehr Wärmedämmung bringt? Das ist ganz okay, das bringt nicht so viel, das auch nicht, taktische Jacke. Was hatten wir vorher? Die Lederjacke, ne? Lederjacke. Okay. Also ich habe mal das Wärmste angezogen, was wir haben. Na, guck mal, da ist der Sie. Wird aber gleich vielleicht wieder auf die taktische Jacke gehen. Ja, uns ist ein bisschen kalt. Er geht aber schon wieder zurück. Weil die doch ein bisschen mehr Wasserabweisung hat. Okay. Mal schauen, was wir hier oben auf dem Berg für eine Oase finden.
So ein bisschen so vom Gefühl her habe ich, sagt mir mein Instinkt, das könnte eine interessante Höhle werden. Ich weiß es aber auch nicht, ne? Lassen wir uns mal überraschen. So, ein bisschen vorsichtig, nicht zu so schnell, nicht, dass wir hier gleich runterfliegen. Das wäre nicht so cool. Aber wir haben ja auch nichts mit Ureinwohner-Mutanten zu tun, ne? Also hier ist wirklich tot, die Gegend. Ich glaube, die kommen hier nicht hin. Das ist denen wahrscheinlich zu kalt. Gut, die haben auch kaum was an. Aha, da hinten am Strand ist noch eine Höhle. Hier kommen wir wahrscheinlich auch wieder runter. Okay. Felswand da hinten sieht ja interessant aus. Da ist ein. Ah, guck mal, hier haben wir auch fließend Wasser. Okay, eigentlich gar nicht mal ein so schlechter Spot hier. Geil. Einfach mal einen Fisch mitgenommen. Geil. Einfach mal einen Fisch mitgenommen. Weiß gar nicht, warum ich jetzt Fische angel. Geil. Einfach mal einen Fisch mitgenommen. Okay, jetzt reicht's aber auch. Komischen Schlitten immer. So, hier können wir speichern, aber sonst ist hier nichts, ne? Da hinten ist die Höhle. Ich glaube, das ist aber wieder so eine. Ich glaube, mein Gefühl täuscht mich dahingehend, dass es hier eine Special-Höhle ist. Plane. Wollen wir mal eben hier hin. Wir haben mal eine Challenge hier, hier sein Haus zu bauen. Dann einmal eben speichern. Und wir gehen mal rein. Ja, das ist wieder so eine von den Höhlen. Und warum sind hier eigentlich immer Leichen drin? Ich kann keine Seile mehr tragen. Okay, Moment. Noch in Rüstung bin ich voll, ne? Kann ich irgendwas mit Seilen gerade craften? Tech-Rüstung. Kann mit Seilen aktuell nichts craften. Das ist ja Wahnsinn. Boost. Kann ich halt auch nicht verbraten. Halt auch voll. Okay. Mal speichern. Langsam wird es auch dunkel. Weißt du was? Ich schlaf einfach mal. Boah, ist jetzt noch früh am Morgen, aber wir können doch nochmal eben hier gerade unsere Vitalität wieder ein bisschen hochbringen. Nehmen wir was essen. Und vielleicht nochmal einen Schluck trinken. Dann können wir hier unsere Wasserflasche eigentlich nochmal wieder voll machen, weil wir sind ja gerade am Wasser. Warum funktioniert das im Moment nicht? Der letzte Schluck aus der Pulle, der klappt irgendwie immer nicht. Am letzten Mal habe ich noch gedacht, das liegt einfach daran, weil er so extrem am Lecken gewesen ist. Mittlerweile glaube ich aber einfach, das ist ein Bug. Ein Bug. So. Voll machen. Vielleicht muss ich die Flasche auch erst in die Hand nehmen, dass es aus dem Inventar heraus nicht klappt. Ich weiß es nicht. So, speichern. Ich würde aber kurz warten, bis es ein bisschen heller wird, bevor ich losgehe. Gerade jetzt hier in einem unbekannten Gebiet. Nicht, dass ich mich nachher hier auf die Nase lege. Das wäre nicht so cool.